Hola, ¿qué pasa, amigos, amigos innen der gepflegten Motorradsporthaltung? Tachchen, lange nicht gesehen. Willkommen in Cartagena, kleiner Vlog. Hier ist eine Bike-Promotion-Veranstaltung. Wir sind gerade in der Nähe mit ein paar Kumpels. Ich guck mal, ob es hier vielleicht ein paar relevante Gesichter gibt, die ich mal kurz vor die Kamera hole. Wenn nicht, werdet ihr diesen Vlog niemals sehen. Also, wir sind in Südspanien. Es ist geil, ich hab Bock und wir schauen uns einfach mal um. Gucken, wen wir so finden. Tschüss! Guck mal, ist ja kein Zufall. Ihr kriegt auch direkt die Kamera vor die Nase. Ja. Erster Senior. Moin, moin Großer. Moin Kurzer, du bist auch schon gewachsen, ey. Tag, ich bin Hafid, moin. Jo, geil. Alles klar? Alles klar, danke. Mal mit dir, Junge. Hi. Letztes Mal, als ich gesehen habe, waren wir mindestens noch gleich groß, aber ich schrumpfe, du wächst, ey. Schrumpfst du? Ja klar, im Alter passiert das so. Ja. Wie geht's, bist du wieder vollständig gesund? Jetzt relativ, ja. Jetzt. Ich muss dir mal das Mikrofon in die Nase halten, nicht, dass keiner was hört. Jetzt seit 3 Wochen geht's, seit 3 Monaten eher geht's wieder echt gut. Also ich kann auch joggen, alles, ich habe gar keine Probleme mehr. Erzähl doch mal, was du gemacht hast. Ich hatte einen Schleiz, einen Heißheider und bin dann überfahren worden und habe mir dann Schienbeinbein gebrochen. Ja, hat lange gedauert, ne? Relativ, ja. Kacke. Und jetzt seid ihr das erste Mal wieder seit langem unterwegs oder zumindest nach dem Winter ein bisschen, ja, wir waren jetzt Ross wegfahren. Im Winter schon hier. Warte, seid ihr das zweite Mal hier schon? Ja, ganz genau. Na, nice. Papi macht's, ne? Papi macht's. Schön. Ja. Was steht an die Saison? Oder ist es noch nicht klar, ist es noch nicht offiziell? Darfst du schon was verraten? Darfst du sagen. Ja, also ich werde dann jetzt R3 World Cup fahren in der Superbike-WM. Nice, das ist im Rahmenprogramm? Ja, der Superbike-WM. Bei den europäischen Läufen dann wahrscheinlich? Ja, ganz genau. Geil. Bist du da der einzige Deutsche oder gibt's noch wen? Ich glaube, ich bin der einzige Deutsche. Geil, freut mich. Das ist ja geil, dass es da in die Richtung geht. Ja. Darfst aber, kommt da noch was? Kommt da noch ein paar Zentimeter? Jetzt im Krankenhaus auf den Röntgenbildern sahst du aus, als wäre ich fast ausgewachsen. Ja, okay, ja, nice. Ab irgendwann wird es dann eng auf einer R3 wahrscheinlich, ne? Ja, oder ist gegen schon. Die sind ja eigentlich wahrscheinlich so groß wie ich oder noch kleiner. Wahrscheinlich aber die Hälfte von mir nochmal. Ne? Das ist die, so. Die Konkurrenten, ja. Aber geil. Wann ist der erste Lauf dann in Assen für euch? Nee, in Barcelona. Ist Barcelona, ist eher vor Assen. Ah, ich glaube 20. März. Dann geht's ja schon bald los, ey. Ja. Und du trainierst hier mit der R3 dann auch? Ja, ganz genau. Mit der aus dem letzten Jahr jetzt. Nice. Und hast du auch mal drauf gesessen, auf dem kleinen Ding? Nee, ich bin jetzt schon lange kein Motorrad mehr gefahren. Auch in der Weihnachtstrainingssession bin ich nur an der Strecke gestanden und habe zugeschaut. Kümmerst dich um den Bengel? Ja, ganz genau. Ja, ist doch schön. Ja, richtig. Das ist jetzt im Moment wichtiger. Wir gucken zwar im Moment, ob wir wissen schon, dass wir dieses Jahr wieder mit Ravenon Langstrecke fahren. Ja. Aber geplant bin ich jetzt nur für das Finale in Oschersleben. Mehr werde ich wohl nicht machen. Reicht ja. Den Titel abstauben, ne? Genau, richtig. Das ist der Plan. Hey, ihr beiden, ich wünsche euch ganz viel Glück. Schön, dass wir uns gesehen haben. Ja, vielleicht gleich nochmal. Kurzer, wir sehen uns auf jeden Fall dann spätestens in Assen, da bin ich dabei. Da, die Daumen sind sowieso gedrückt. Und bleibt gesund, ja? Mach ich. Ciao, ihr Lieben. Mahlzeit. Ciao, ciao. Guck mal, den Camper kennen wir doch auch. Mal gucken, ob wir da in der Box noch den langen Finn und den kleinen Lukas. Ja, seid mal gespannt. Servus, Langer, wo ist dein Chefmechaniker? Brauchst du den etwa gerade? Alter, hast du mich gerade erwischt? Der hat doch gekündigt, oder? Weil du ihn zu oft gestresst hast. Der hat gekündigt, nein, alles gut. Ich kann das richtig gut selber. Ich muss nur wieder reinkommen. Ja, ja. Beide schon beim ersten Mal, du kannst das selber. Mach doch erstmal das alte Blei da ab. Das ist das Neue, deswegen. Ach so. Also ich habe mich gerade verbleibt. Das ist besser, wenn er schneller läuft, damit es dann noch ein 2-3 km/h bringt. Ah, ist das ja, so? Ja, ja. Okay. Bevor ich dir helfe, mache ich hier nochmal von der dezenten neuen Folierung eine Aufnahme. Wie läuft's denn? Ja, gut soweit. Ich bin jetzt mit den Gebrauchten, die sind gar nicht mehr da. Mit den echt Gebrauchten, die richtig runter waren. Und hier hast du schon keinen Grip. Bin ich jetzt eine 38,8 gefahren. Stabil. Zweiter Tag. Das erste Mal Cartagena? Ja. Bin gestern erstmal hier gewesen, jetzt das zweite Mal hier. Und sind gestern schon wenig gefahren, weil ja hier ist wirklich immer 2 Stunden gab wie jetzt, 2 Stunden Pause. Und vorher war auch nochmal Krankenwagen da. Also ziemlich viel zu tun, ziemlich wenig Fahrzeit gewesen. Ich komme zurecht, ich finde es ganz witzig, aber es ist ungewohnt, so wenig Grip zu haben. Also ich fahre immer abgefahrene, aber
Ist trotzdem komisch. Du könntest ja genug Reifen haben von der Saison, ne? Ja, aber wir haben trotzdem ein bisschen falsch kalkuliert. Ich habe viele SC0er dabei, die kannst du jetzt bei so einem Wetter natürlich auch nicht fahren. Morgen kannst du dann noch ein paar abstauben. Ja, jetzt wahrscheinlich. Morgen fahre ich mal einen SC0er, mal gucken, was da kommt. Aber ich glaube schon, dass ich eine 37... Morgen wird es knalle warm nochmal. Ja, ja. 37 Mitte peile ich schon an. Ja. Finde ich sogar besser. Jetzt ist es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz offiziell, aber wenn das rauskommt, auf jeden Fall. Deswegen darfst du doch schon mal sagen, was du dir vorgenommen hast, so mal ganz offiziell. Vorgenommen ganz klar eigentlich die Top 3. Bisher waren deine Predictions die letzten Jahre immer gut, ne? Von der Ja, ich würde sagen Top 3. Ja. Sind auch Bretter dabei, wenn die schon, absolut, ich weiß nicht, ob es offiziell bestätigt ist, aber Morales, Ricardo Brink auch noch fährt. Brink, was weiß ich, ja, natürlich. Und die Alteingesessenen sind ja auch nicht, jetzt keine Schnarchnasen. Ja, absolut, also das wird nochmal spannend. Obwohl viele gute gegangen sind, ist natürlich auch viele neue schnelle dazu. Aber gut, muss man einfach mal sehen, was die jetzt so drauf haben. Ich verbessere mich ja Top auch. Top 3 ist amtlich, ja. Ja, es muss jetzt einfach sein, das bringt mir nichts sonst. Keinen Bock mehr auf 4. und 5. Aus der Ansage, okay, stark. Schaffst du. Viel Erfolg dabei. Danke dir. Freunde, ich bin wirklich froh, unseren neuen Videopartner zu präsentieren. MyMoto24. Ihr seht es hier auf Leons R6 und auf meiner neuen Jacke. MyMoto24, ein Online-Versandhandel für Verschleiß und Ersatzteile rund ums Motorrad. Ihr findet einfach alles von A bis Z, gerade auch hier für Rennstreckenmotorräder wie die R6. Alles zu finden, und besonders zeichnen die Jungs sich aus für einen richtig, richtig schnellen Versand, denn darauf kommt es wirklich oft an, wie ihr wisst. Eine persönliche Verbindung haben wir auch zu MyMoto24. Wir sind bereits vor 7 Jahren bei den German Moto Masters mit MyMoto24 gestartet. Es hat aufs Podest gereicht, also so schlecht kann es nicht sein. Der Marc hat ein Herz für Motorsport, macht viel Sponsoring in der IDM. Das heißt, da geht es auch um Qualität. Dementsprechend, wir freuen uns wirklich sehr über die Zusammenarbeit. Leute, bestellt bei MyMoto24, hier eingeblendet. Ihr findet es auch in den Shownotes. Dankeschön. Ich bin überhaupt ein Bild. Wieso? Das ist doch die richtige Rennfahrernährung für German Moto Masters. Top-Favoriten, oder? Natürlich. Top-20-Favorit. Top 20 würde reichen. Das wollte ich eigentlich hören, meine kleine Ansage. Mhm. Ich meine, das Starterfeld ist auch dieses Jahr wieder ordentlich knackig, ne? Ja, von daher braucht man sich da gar keine Hoffnung machen auf mehr. Du hast auch gar nicht mal eine Ambition. Aber du als junges Talent da noch mal rein, vielleicht auch mal einen Punkt mitnehmen, oder? Das wäre, ja, wenn alle ausfallen, vielleicht mal. Ich meine, in Oschersleben kennst du dich doch ganz gut aus, oder? Oschersleben kenne ich mich aus. Ja, yeah, da wird's, das ist die 3-Sekunden-Regel. Alter. Zählt ja auch in Cartagena? Ja. Die zählt überall, glaube ich. Junge, bleib vor allem gesund, aber viel Spaß. Geile Nummer, dass du dich da eingeschrieben hast. Ja, danke. Ja, Spaß. Ich bin ja vorher sowieso mal mit ihm mit. Die hat sich gerade richtig bewegt, die Gabel, als ich sie entspannt habe. Dann ist sie ja vielleicht noch in Ordnung. Sie, beiden Werksexperten hier. So, gleiche Box. Ich habe noch einen Experten gefunden hier in der Pro Superstock, in der Racer-Version. Racer, warte, ich muss das Mikrofon mal rumreißen. Moin, Freddy. Hi. Hi, Freddy Heinrich und Papa Heinrich. Ne? Mhm. Da hinten. Da ist ja quasi immer noch Jüngling, oder sagen wir mal letzte Saison, erste Saison auf dem großen Moped. Pro Richtig. Superstock. Ja. Kurz mal zusammengefasst, wie lief es da für dich? Durchwachsen. Erstmal überfallen mit vollem Mund, ja. Sorry dafür. Nee, alles gut. Relativ durchwachsen, hatten Mitte des Jahres Bikewechsel gehabt. Mhm. Von was auf was? Von einer 19er Carver auf eine 23er Carver. Ja. Und war alles ein bisschen anders. Gerade so die Einstellungen war halt alles so nicht so angepasst. Mussten dann halt viel übers Jahr jetzt gucken, dass wir das alles eingestellt kriegen. Fahrwerk viel eingestellt und genau. Nächstes Jahr, nee, diese Saison, so. Diese wir sind Saison, ja schon wieder in 2024. Neues Jahr, neues Glück. Mach mal eine Ansage, wo siehst du dich? Was ist das Ziel? Definitiv. Das gehört der Papa aber genau zu, ey. Definitiv Top 10. Was super gut wäre, ja. Top 5. Ja, Top 5. So ist der Plan. Ich meine, ist ja knackig Safe so, ne? Ich mache die Top 5. Ja. Ein starker Junge. Mit Mattis. Geht's mit Mattis um die Wette. Und genau. Top 5, ja, stabil. Wer ist für dich so Favorit? Was denkst du? Auf jeden Fall Mattis wird vorne mit dabei sein. Der hat ganz schöne Schritte gemacht, ne, der lange. Ja. Dann die Blairsch-Brüder, die werden, denke ich, noch mit vorne dabei da mitziehen. Ja, auf jeden Fall knackig da gerade. Ja, Top, also ganz definitiv. Top 10 ist brutal, ne?
wer da noch so bei ist. Sehr viele starke Jungs auf jeden Fall. Wir fahren jetzt noch zum Dario. Du kommst ja auch aus der Giuseppetti-Schule, kann man sagen. Hast du da ein paar auch gar nicht so unerfolgreiche Jahre hinter dir gebracht. Und jetzt Umstieg. Bin gespannt. Das Wichtigste auf jeden Fall. Sitzen bleiben. Sitzen bleiben, gesund bleiben. Ne? Gute Zeiten rausbringen. Wir werden das beobachten, ne? Genau. Du hast ja Instagram, das blenden wir auf jeden Fall nochmal hier an der Stelle ein, ne, Stefan? Ja. Junge, mach's gut. Hier ist nochmal die Faust. Morgen in Jeppes, da zeige ich dir nochmal, wie es lang geht. Ne? Ja. Wo es lang geht. Auf jeden Fall. Ja, du siehst mich nur von hinten. Junge, danke. Ciao. Wir sehen uns. So, jetzt holen wir noch eben mein zweites Fahrzeug raus, dass ich vielleicht noch einen Turn fahren kann. Was auch immer das ist, sportlich. Ja, nice. Können sie mal putzen, aber dann geht's wieder. War das jetzt der erste Einsatz mit deinem... mit dem... Fabio. Du musst sagen, wenn ich die Kamera nerv, nee, weil du jetzt gut. Frisch mit Bodenkontakt ist man ja manchmal nicht so gut drauf. Aber eigentlich wollte ich nur fragen, ob du gut drauf bist, ob es dir ja, gut geht, ob du mega. Gesund bist und so weiter, als ich, mega bevor fit. Ich das hier gesehen habe gerade. Scheiße. Ja. Ach ja, naja, gehört dazu, ne? Wow. Das gehört dazu, ja. Das trotzdem komisch, war komplett frischer Reifen. Ja. Einfach einmal und dann hat hinten. Ja. In der langen Rechtskurve, nach den Curbs, also war... Scheiße. Aber heute war gar nicht so viel Wind und so, hattet ihr gestern? Ja, neu. Scheiße. Naja, wir schauen mal. Hey, du kannst dich bewegen. Toi, toi, toi. Ja, ja. Du kannst ja trotzdem noch mal eine Ansage machen für die German Moto Masters. Ja, mal gucken, ob die bis dahin wieder fit ist. Brünn, ne? Ja. Ja. Aber traust du dir einen Top 3 mal zu, die Saison? Jetzt gerade nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber mal schauen. Aber irgendwie im Kopf schwebt das doch. Ja, mal schauen, wie das Niveau ist. Ne? Da sind schon ein paar Bretter dabei. Ja. Ich hatte auch meine Momente. Mal gucken. Ja. Schauen wir mal. Cookie, viel Glück. Na, guck doch mal, da haben wir ja doch noch einige gefunden, die so auf den deutschen Rennstrecken unterwegs sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war der kurze Vlog. Bleibt dran, schaltet ein, abonniert das Ding auf jeden Fall. Es kommt noch wirklich, wirklich viel Interessantes. Bleibt dran. Tschüss, Leute. Küsschen aus Nüsschen.